Ist so viel gemütlicher. So, das Seeufer, da sind wir stehen geblieben. Oh, hatten wir Berenga beim letzten Mal noch in der Höhle geholfen? Ich glaube. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal noch Berenga getroffen. Der hatte mich, glaube ich, über sein Aussehen minimal echauffiert. Weil er halt ein bisschen anders aussieht, als die Erwartungen so waren, was man so von ihm gehört hat. Berengas Geheimnis. Ich sollte mit ihm reden. Ach ja, stimmt, die Hexerrüstung. Bezüglich der Hexerrüstung muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen googeln. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie man die Hexerrüstung bekam. Man musste gewisse Quests erfüllen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, welche das waren. Ah, und da ist Berenga. Sächen. Ja? Was hat er da irgendwie oben auf dem Kopf? Achso, ach, ja, stimmt. Lebt okay, wohl. Okay, ja, stimmt. Wir hatten schon mit ihm geredet. Das ist gut. Das erspart mir jetzt die Arbeit. Ungefähr Schwarzschwalbeninsel mit einem Flussbett Ertrunkener töten und deren Anführer besiegen. Was Alvin die mir geben. Okay, dieses komische Amulett, was wir da haben. Alina aufsuchen und die Situation erklären. Ich kann ihn noch mehr interessiert, wenn ich so ein paar der Zähne finde. Ich will mit Julian über einen oder Neupriester sprechen. Gut. Dann gehen wir erstmal zurück zur Siedlung. Ah ne, wir hatten wir ein Level Up und haben wir das schon gemacht oder haben wir das nicht gemacht? Ah, wir haben es nicht gemacht, das ist gut. Dann verteilen wir jetzt mal ein paar Pünktchen. Blutenresistenz. Mach ich einmal. Da gibt es noch ganz viel. Ist jetzt hier unten in der ersten Reihe noch irgendwas? Offen. Nee. Was haben wir denn hier? Verursacht Schmerz und Schaden abhängig. Eine Zeichenintensität. Ja, machen wir einmal. Axi. Machtverstärkung. Sauberung. Dauerkritischer Effekte. Okay, Quen haben wir mit Bronze fertig. Das hier auch. Nun wir uns erstmal hier rum. Haben wir das? Und ein Silbertalent haben wir noch vergeben. Weil die Zeichen wirken weit zu selten. Legends, haben wir hier noch was? 5 Zeichen frei. Zeichendauer. Okay, was kann man hier oben machen? Nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir nehmen das hier mal. So, Alchemie. Können wir hier noch was machen? Wunderkraut, Donner. Maximale Ausdauer. Ach ja, stimmt. Das Ding hier mit dem... Haben wir auch noch nicht. Den Mutagentrank. Ich weiß halt immer nicht, wie man an diese wichtigen... Das haben wir. Wichtigen Sachen rankommt. Das hatten wir auch. Es soll ja, glaube ich, 5 Sachen davon geben. Und ich, habe eine. Beziehungsweise 2 Rezepte und einen Trank haben wir ja nehmen können. Das war dieser Mondaufgang. Das hatten wir. Da hier in Berenga. So, dann gehen wir einmal bitte zurück zum Dorf. Und schauen, ob wir jetzt mal so ein paar Aufträge hier erfüllen können.
Mein Plan ist es nämlich eigentlich, Witcher nächste Woche durchzuspielen. Ja, vielleicht gar nicht verkehrt. Wo war... Warte, Julian war, glaube ich, da hinten. Unter anderem. Alina müsste, glaube ich, da sein. Und wir kümmern uns erstmal um Julian. Und vielleicht finden wir hier noch jemanden, mit dem wir Poker spielen können. Das sind alles Hochzeitsgäste, Hochzeitsgast. Feuerin. Ach, hier sind noch. Ich hätte gerne einen Haken. Aha. So. Also nehmen wir erstmal alle. Der Verschlingervertrag. Seid ihr im Besitz von Verschlingerzähnen? Werft sie nicht weg, bringt sie besser zur Hütte der Hexe. Zahle reine Ohrens für 10 Sätze. Der Riesentausendfüßler-Vertrag. Ich bin der Einzige, der bereit ist, euch Exoskelette von Riesentausendfüßlern abzukaufen. Kommt zum Lager der Elfen am See. Habt keine Angst, 4 Exoskelette bringen euch ein anständiges Sümpchen ein. Keine Frage, ein Elfenhandwerker. Der Alpvertrag. Lasst weit und breit verkünden, dass das Oberhaupt von Trübwasser jeden eine Belohnung zusagt, die ihm 5 Sätze Fangszene der gefährlichen Bestien beibringt, die unter dem Namen Alp bekannt sind. Ich kaufe Basilisken heute. Okay. Und Vivanei. Okay. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Oh, okay. Die Alp-Belohnung haben wir sogar schon. Den Alp haben wir sogar. Das ist hier nicht schlecht. Ja. So, Schankwirtin. Warte, kann ich mit dir einmal reden? Willkommen in meinem Gasthaus, Reisender. Seid gegrüßt. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. Solltet ihr etwas essen oder trinken wollen, ruft meine Tochter. Werde ich. Macht es euch gemütlich. Danke. Kann ich euch helfen? Ich habe ein paar Fragen. Fragt, Reisender. Was hat es mit dieser Siedlung auf sich? Trübwasser. Wir leben abgeschieden. Tobias Hoffmann ist unser Anführer. Wisset auch, dass unsere Vorfahren einst in der Unterwasserstadt wohnten. Erzählt mir von Tobias. Er lebt im Dorf und bereitet eine Hochzeit vor. Daher dürfte er keine Zeit haben. Ich rede trotzdem mal mit ihm. Wenn er beschäftigt ist, redet mit seinem künftigen Schwiegersohn Julian. Danke für den Rat. Kann ich euch helfen? Nein. Lebt wohl. Okay. Alter Bauer, Hochzeitsgast. Bauer. Bauer, Hochzeitsgast, Kellnerin. So, das war die Spielerin. Das war Rittersporn. Das ist Julian. Geralt? Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Hört her, ich bin mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie zeitaufwendig das ist. Kommt später wieder. Was hat er denn Schönes? Okay, nichts, was ich jetzt gerne so hätte. Wobei. Wir lassen ihn erstmal. Ich habe Angst, dass ich wieder irgendwas verkaufe, was ich nicht verkaufen soll. Weil ich ja bisher Meisterin drin. Geralt? Ach, das mit der Ballade müssen wir später machen. Da erinnere ich mich dran. Dass nur der Schank wird. Aber wir könnten ihn leider noch nicht wegen dem Roger Neupriester fragen. Da muss, glaube ich, erstmal etwas anderes noch passieren. Bild des Heilers. Aha,
Abigail! Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Abigail. Ihr habt also ein neues Zuhause gefunden. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Ihr Heiler ist letzten Winter gestorben. Wenn ihr wollt, verrate ich euch ihr größtes Geheimnis. Ihr habt euch kein bisschen geändert. Ich habe ein Rezept des alten Heilers abgewandelt und eine spezielle Salbe entwickelt. Die lässt das Fell ihrer Kühe glänzen. Ehrlich gesagt habe ich mich geändert. Was führt euch her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mich vermisst habt. Okay. Warum lebt ihr nicht im Dorf? Diese zuckenden Haare immer. Hexen leben außerhalb von Dörfern, wie seit Urzeiten. Das muss man akzeptieren. Abigail, erinnert ihr euch an die Höhle? Vorbei ist vorbei. So ist das. Okay. Warte, ich muss einmal ganz kurz meiner... Mal hier kurz durchsieben. So. Es hat sich jetzt nicht großartig viel geändert an meinen Haaren, aber sie liegen anders. Das ist ganz wichtig. Das Männern zu erklären ist ein bisschen. Aber Frauen haben es halt manchmal, dass hinten, wenn sie einen Zopf drin haben, dass dann irgendwie so die Haare am Ziepen sind. Und das fördert sehr, sehr stark Kopfschmerzen. Und da das beim Streamen nicht ganz so angenehm wäre und ich gerne heute noch einige Stunden machen möchte, wäre das sehr unvorteilhaft, wenn ich plötzlich Kopfschmerzen kriegen würde. Das möchte ich nicht. Ich würde gerne, ne? Weiter streamen. Dann mach halt keinen Zip. Ja, es ist ja nicht immer so. Es ist ja nicht immer. Mal ist es, dann ist es gut, dann ist es mal nicht gut. Und irgendwann hängen einem die Haare halt auch die ganze Zeit im Gesicht. Und zum Essen war das halt, praktisch. Deswegen... So, also einmal müssen wir jetzt zum Dorfprobst. Müssen wir einmal die Quest für den Alp abgeben. Und die gute Alina wiederfinden. Sonst wäre es praktisch. Nein. Die Haare zusammenzubinden ist zum Essen praktisch. Oh, hab ich ganz vergessen. Nee, du bist nicht Alina. Das ist Adams Haus. Grüße, Hexe. Ich warte immer noch darauf, dass es hier eine Eva gibt. Da ist Alinas Haus. So. Alina, hi. Deine Haare zu brauchen. Warum sucht ihr mich? Ich suche nach Alwin. Wenn er nicht im Dorf ist, seht in den nahegelegenen romantischen Ruinen nach. Danke. Okay. Warum... Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen, aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohl auf ist, aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Pah. Frauen. Mhm. Ja. Gut, also, wir müssen Alwin suchen. Dann suchen wir mal Alwin. Ungeheuertöter finden hier immer Arbeit. Muss ich mich wundern, warum... Den hatten wir jetzt gut. Du bist ein Mann. Mit einer Frauenstimme? Okay. Gut. Warum nicht? Ein sehr weiblicher Mann? Ist okay. Boah, ne? Warum nicht?
Ein schönes Stimmchen. Was haben wir da? Zaunrübenwurzel. Ich glaube, die haben wir noch. Doch, die haben wir sogar schon. Ich bedenke, dass beim letzten Mal durchspielen meine Alchemie-Zutaten eigentlich nur in der ersten Reihe sich befanden. Ich mache Fortschritte. So. Ja, auch immer alles weg. Nee, das ist zu groß für Alvin. Das kann nicht Alvin sein. Die sind auf jeden Fall Ruinen. Haben wir die Wurzel schon? Nein, die haben wir noch nicht. Okay. Pat? Und Patterchen. Nee, Maurerhan. Okay. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vilsima teil. Viel Glück. Ja? Lebt wohl. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Okay. Was sind Griggs? Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Ich glaube, das Buch Besucht haben wir das bereits. Alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Ach, wäre ich doch nur ein wohlhabender Mann. Also man könnte ganz einfach diese Brücke passieren. Und da eigentlich auch, kein Wasser drin ist, könnte man rein theoretisch ja auch aber darüber klettern. Rein theoretisch. Zumindest, da vorne würde es zumindest gehen. Hier könnte es ein bisschen schwierig werden, aber auch nicht unmöglich. So. Gut. Huch, da liegt die Leiche. Eine tote Leiche. Wollen wir trotzdem nicht beim Dorf Probst, ne? Oh. Hallo! Das wäre jetzt so das perfekte Bild für ein Thumbnail. So, Teilchen. Oh, Riesentausendfüßler. Die ganzen Gegner, die einfach verschwinden.
Können tote Leichen sterben? Vielleicht. Vielleicht können sie das. Ich glaube, bei Witcher wäre das durchaus möglich. Er ist ja selbst ein Geist noch lebendig. Irgendwie. Aber gab's. Ach. Okay, ja, stimmt. Hier hinten geht's ja noch weiter. Das ist von Ruinen eingestürzte Brücke. Najada. Ach, Najada, so. Durchgang zum Dorf. Gasthaus. Stimmt, hier hinten geht's noch weiter. Aber ich glaube, da hinten ist eine. Ein Zuckergespenst! Der Geist hat ein bisschen zu viel gezockt. Mhm. Okay. Oder es war ein Spieler. Zu Lebzeiten. Und Alvin ist auch da. Geralt von Riva persönlich. Mhm. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt. Alvin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam. Ich möchte, dass Alvin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Er ist ein kluger Junge. Ah, okay. Lasst ein ihn Spieler. In Ruhe. Das war eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Ihr habt keine Chance. Selbstsicher. Trefflich. Ja, jetzt verlieren wir. 100 pro verlieren wir jetzt. Okay. Doch, hier wird es schlecht. Wäre es gewesen, wenn wir jetzt einen Dreier gehabt hätten. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Das ist schon mal was. Jo, ein Dreier. Ja auch. Erhöhen wir den nochmal. Okay, Gleichstand. Und jetzt geht's. In 3 Jahren war es auf 18 inzwischen. Nicht so ein Dreier. Ich will aber nicht akzeptieren. Was passiert, wenn ich das die ganze Zeit durchgehend mache? Ich glaube, da kommen wir auf keinen guten. Wir kommen auf keinen Nenner, okay. Schade. Ja, das Ding verlieren wir. Schade. Schade, schade. So. Darauf schalten. Ja.
für eine Seite entscheiden. Okay, das Gespenst hat sich ausgespenstet. Liegt er jetzt, glaube ich, nur noch in seinen letzten Zügen? Ah, ne. Okay. Ich dachte. Wenn ich habe mich gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesem Ruinen musst du doch dreimal würfeln. Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Es waren ja drei Runden. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alvin so in Gefahr zu bringen. Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Ach, Geralt. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Dolne, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist. Manchmal macht mir Alvin Angst. Kann das Öl. Mal. Nehmen wir mal hier dieses Brötchen zu uns. Dann können wir auch das hier mitnehmen. Mal. Zweimal. Die Knochen scheinen versteinert zu sein. Okay. Hier noch irgendetwas? Ja? Nee. Doch ein Korb. Ach du grüne Nonne. Ja. Okay, den Fisch brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weil golden. Dann eigentlich auch nicht. Das kommen wir gerade nicht mit dem. Okay. Wir müssen unbedingt wieder zum Gasthaus und dann ein bisschen was abladen. Muss mal ganz kurz. Ich habe fast vergessen, das über ganz zu schreiben. So. Jetzt. Okay. Quest. Alvin kann jetzt mich jetzt anderen Dingen widmen. Gut. Den Albvertrag können wir jetzt gleich abgeben. Den Riesentausendfüßler brauchen wir noch einen. Für den Exoskelett. Die Vivan-Eiern haben wir auch. Ich muss Syrien suchen und ihn warnen. Ja, daran gehen und sie fragen, wie man Kriegs verfährt. Okay. Ach ja, auch nochmal wegen dem Wunder Neupriester. Ja, gut. Aber wir schauen uns erstmal hier noch um. Kann nicht schaden. Da hinten sind auf jeden Fall Wölfe. Zumindest ein. Na, nee, zwei. Drei. Ein ganzes Wolfsrudel.
Ich glaube, wir haben aber... Stimmt, den letzten Wolfvertrag hatten wir. Fertig. Dann einmal das Schwert wieder wechseln. Direkt mit das Schwert wechseln. Okay? Die armen Wölfe. Ja. So. So viel seltsam, dass die Wölfe eigentlich nie ihr Maul schließen. Sieht ein bisschen unheimlich aus. So, ist da hinten noch irgendwas? Nein. Okay. Wo war der Durchgang? Da war der Durchgang. Okay. So, dann sind wir jetzt hier einmal rum. Nach da hinten zu den großen Wiesen kommen wir später noch. Ich möchte erstmal hier die Aufträge weiter abgeben. Das ist Julian. Pärchen. Meine Güte. Julian. Es ist schön, euch zu sehen. Echt? Was ist passiert? Alina ging auf den Feldern spazieren und kam nicht wieder. Ich verliere noch den Verstand. Geralt, bitte helft mir. Gut. Ich mache mich auf die Suche nach ihr. Danke. Geschichten über Ungeheuer interessieren Hexer doch nicht. Stimmt. Ich erzähle euch, was ich über Vampire weiß. Aber krieg ich vorher was zu essen? Ja, hier ein Schinkenbrot. Hört gut zu. Hütet euch vor Alps. Grässlichen Vampyren mit nadelspitzen Zähnen. Vampyren. Lautlos wie Katzen. Die schleichen sich an einen ran und dann schnapp! Die erscheinen oft als schwarze Hunde, schleichen sich in Häuser und saugen Schlafenden das Blut aus. Alps wehrt man mit festem Glauben ab. Im Sonnenlicht werden sie zu Asche. Alps fliehen beim Anblick von Jungfrauen, aber heutzutage findet man ja kaum noch welche. Interessante Geschichte. Okay, also, Schankwirt. Nein, du bist kein Schankwirt. Da hinten ist der Schankwirt. Hörchen. Wie kann ich euch helfen? Ich habe eure Anzeige gesehen. Ah, ich brauche Wyvern-Eier für meine berühmten Omelettes. Hier sind 3. Wunderbar. Hier sind eure Münzen. Danke. So, dann kann ich gleich was bei dir im Lager Wie lassen. Wie kann ich euch helfen? Oh nee, du hast gar kein Lager, ne? Eine... Ja? Doch, da. Ich dachte gerade... Kurz ist mir das Herz schon zu ihm gerutscht. Erstmal das dahin. Das kommt da auch erstmal mit hin. Ich weiß immer noch nicht, warum wir damals, also in Kapitel 3 vom Wölvaden, dieses Rezept nicht gekriegt haben. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es mir nicht erklären. So, ist auch Metasorten. Okay. Und jemand kann auch mit rein. Ne, das lassen wir mal alles. Aber diese anderen Wyvern-Eier können da mit rein. Das kann nochmal mit rein. Das ist natürlich die Frage, was kann ich davon rausnehmen und was nicht?
wir das hier einfach mal raus. Zähne. Kraut. Das nehme ich auch mal mit raus. So, dann haben wir da zumindest drei Plätze frei. Dann einmal mit der Heilerin hier reden. Die uns vielleicht noch irgendwie weiterhelfen kann. Weißt du? Was wollt ihr? Der Maurer Hahn schickt mich. Dieser Taugenichts. Er hat meinen Kamin versiegelt. Seitdem ist es hier entweder kalt wie im Winter oder neblig wie im Herbst. Ich wette, die Arbeit an der Brücke geht nicht voran. Genau. Warum sollte er einen Hexer und eine Hexe brauchen? Nachts zerstören Grix die Brücke und Hahn muss sie dann tagsüber wieder reparieren. Kann man irgendwie eine Versöhnung herbeiführen? Bringt ihren Schatz zurück. Schatz? In der Gruft auf den Feldern haust ein anderer Stamm von Grix. Von der bösen Sorte. Dieser Stamm hat den größten Schatz unserer Grix gestohlen. Ein Katzenreitgeschirr. Katzenreitgeschirr? Oh ja. Grix reiten auf Katzen wie Menschen auf Pferden. Geht zu der Gruft, holt das Reitgeschirr und kommt zu mir zurück. Wo ist das Reitgeschirr? In ihrer Kapelle, die der kleinen Skulptur eines Heiligen gleicht, wie man sie an Kreuzungen aufstellt. Woher wisst ihr das denn? Ich könnte sagen, ich habe es in Hühnergekräuse gelesen. Aber die Wahrheit ist profaner. Einer der Grix hat sich in mich verliebt. Er lässt mich wissen, was sich in dieser Gegend tut. Macht ihr Witze? Ach, egal. Danke. Okay. Gut. Ja, ne? Dann wissen wir schon mal Bescheid. Also wieder zur Gruft zurück.